Jawohl, hier sind wir jetzt beim Ausschneiden. Ich zeige euch das nochmal, was wir gemacht hatten. Die Vorderachse haben wir soweit zusammengebaut. Das waren diese Punkte hier. Und hier ist jetzt der Punkt Servoeinbau. Und dann kommt es nach dem Ausschneiden, wer die am Fahrzeug die Achshalter beiliegenden Schrauben und der selbstsichernde Mutter verschraubt. Das überspringe ich jetzt einmal ganz kurz. Die Achse ist fertig für die Montage, denn hier am Sprinter kann man nun die Schnitte für die Vorderachse machen. Nachfolgend ein paar Bilder dienen nur der Hilfe. Und um nicht zu viel abzuschneiden, nimmt man das Teil 7 als Hilfe zum Anzeichnen. Es stößt genau an die Chassiskante an. Was dann noch übersteht, kann bis zum Druckteil abgeschnitten werden. Das Teil 7 ist dieses Teil hier. Das ist das, was hier mit an der Achse befestigt wird. Und dementsprechend, das nehmen wir auch hier. Und zwar kommt das hier später, ich drehe das gerade mal rum, hier vorne so hin. Das heißt, man kann jetzt sich wirklich orientieren. Ich habe das mal grob angezeichnet auch schon. Und was man hier alles wegnehmen kann. Das Ganze geht dann weiter. Hier sieht man es nochmal, wie das Ganze dann hingebaut wird. Und hier sind ein paar Bilder. An den Rathäusern sollte man einen Falz stehen lassen, was zur besseren Stabilität führt. Habe ich jetzt auch mal berücksichtigt. Hier kommen noch mehr Bilder von der anderen Seite. Und da geht es dann auch schon in den weiteren Einbau. Jetzt schneiden wir mal die Vorderachse aus. Wie gesagt, ein bisschen was habe ich schon angezeichnet. Wir nehmen die Säge. Ich säge jetzt hier einmal einen geraden Schnitt hier vorne. Aber das passt so. Und hier hinten, hier schneide ich jetzt noch nicht ganz so viel weg. Denn ich arbeite dann lieber noch mal ein bisschen nach, wenn ich weiß, wo genau dieses Teil hinkommt. Und jetzt nehmen wir den restlich, für den Rest werden wir hier mal den Dremel bemühen. Schauen wir mal, hier drinnen sind ja auch noch so Querverstrebungen. Die müssen natürlich auch mit raus an diesen Stellen. Ich knipse jetzt einfach mal raus. So. Und mal hier vorne, wo ich dann lang gesägt habe. Ah ja. Ich glaube, das war schon soweit ganz gut. Ja, weil so, das ist das Teil, was ich jetzt rausgeschnitten habe. So sieht es jetzt momentan aus. Ich habe jetzt hier mal einen Steg stehen lassen. Es ist natürlich noch nicht entgratet, das ist ganz grob außenrum geschnitten. Ja, schauen wir mal, hier muss auf jeden Fall noch mal was weg. Und wie viel? Ich mache jetzt mal hier diesen Wulst noch mit weg. So, und schneiden wir hier die Zacken ab. Dann gucken wir mal, ob das hier so hinpasst. Ja, und das passt hier hin. Das ist also hier sieht man es. Ist natürlich schwarz auf schwarz, ist immer perfekt. Aber ich glaube, man kann es doch noch erkennen. Mal hier das mal ein bisschen runter.
Ah, jetzt merkt man schon. Also deswegen hier den Steg stehen lassen, denn wenn ich jetzt hier drauf drücke und ich hätte jetzt nur noch das, also das geht dann schon das, hart an der Grenze. Nachher hierher. Jawohl. Ich ziehe mir hier, glaube ich, eine Linie, damit ich mal die Mittelpunkte habe. Und eigentlich könnte ich ja die schon mal grob fixieren. Ich gucke gerade mal, Mittelpunkte. Hier ein bisschen. Was machen wir denn da? Ich lege hier mal was drunter. Und das ist schon. Ja, das ist alles recht weich jetzt. So. So, ein bisschen vorne durch. Vorne haben wir auch die Mitte. Und dann könnten wir eigentlich, wenn ich denn wissen würde, wie man sie befestigt, schon mal grob dahin schrauben. Ja. Ich zeichne es jetzt erstmal an. Wir machen das nach der Anleitung. Am Schluss heißt, das ist nur so komisch gewesen, weil ich zu doof bin, die Anleitung zu lesen. Also. Also der Rest kann hier scheinbar auch weg. Das heißt, ich kann hier noch seitlich ein bisschen was wegnehmen. Und jetzt schauen wir mal hier vorne. Ja, ich glaube, da habe ich mehr als genug weggenommen. Also hier sieht man auf den Bildern, sieht das genauso aus wie hier. Und mit den Stegen, da weiß ich es jetzt nicht. Wie viel Steg muss da stehen bleiben, damit das nachher reinpasst. Das lasse ich mal. So, das werde ich noch entgraten. Vielleicht noch ein bisschen schön rund arbeiten. Also gerade an dem Punkt muss man wirklich auf die Anleitung hören. Also ich hätte das wahrscheinlich sonst einfach abgeschnitten und hätte danach dann das Problem gehabt, wo schraube ich es hin. Gell? Also das ist schon ganz gut, wenn man hier mal nicht so euphorisch gleich mal alles rausschnitzt. Und wie gesagt, also mit dem, wie weit oder wie viel Steg jetzt hier stehen bleiben sollte oder stehen bleiben kann, ich weiß es nicht. Ich lasse es jetzt mal so. Ich kratze das jetzt mal aus nachher, also man sieht ja wahrscheinlich hier nicht mehr viel. Aber das sehen wir gleich, wenn jetzt das restliche Zeug eingebaut wird. So, hier schaut schon super aus. Und ich schätze jetzt mal, weil das hier jetzt so ein bisschen so ein Gebabbel ist, kommt jetzt dieses große Bauteil zum Einsatz. So, also in den Rathäusern sollte man einen Falt stehen lassen zur besseren Stabilität. Haben wir gemacht. Sobald die Ausschnittarbeiten erledigt sind, stellt man den Hilfsrahmen 12 in das Fahrzeugchassis vorne. Er sollte es bündig sitzen und unten aufliegen. Also, das hier kommt jetzt hier rein. Schauen wir mal. Okay. Vorne sollte es bündig sitzen. Bündig an was? Vorne sollte es bündig sitzen.
Brauche ich das Ding falsch rum ein? Habe ich das jetzt irgendwie nicht ganz überrissen? Gehört das so rum ein? Ja, so macht es keinen Sinn. So macht es gar keinen Sinn. Vorne sollte es bündig sitzen. Also, schauen wir mal. Wir sehen ja hier mal grob, ob wir hier gerade sitzen. Wir reden hier von ein paar Millimetern. Aber ich würde sagen, ja, also vorne bündig sehe ich so, dass der hier vorne ansteht. Nur das macht Sinn. Also wenn ich den jetzt hier ganz vorne schiebe, dann bin ich hier wirklich in einer Flucht. Mittig in dem Kasten drin. Und unten aufliegen. Okay, also das ist jetzt hier auch bündig. Ich gehe mal davon aus, dass es genauso gehört. Denn genauso passt es jetzt auch wunderbar hier hinein. Den Hilfsrahmen gut festhalten oder fixieren und von außen mit einem 1,5 mm Bohrer Befestigungslöcher bohren und mit den beidigen Schrauben das Fahrgestell festschrauben. Jede Seite 3 Schrauben K22x55. Ich glaube, geklebt wird jetzt gerade nicht. Kann ich mal die Handschuhe hier loswerden. So, 1,5er Bohrer. Ich schiebe das jetzt mal ganz nach vorne. Also es ist vorgebohrt. Es sind vorgebohrte Schrauben drin, vorgebohrte Löcher drin. Die müsste ich mir jetzt rausmessen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bohre jetzt einfach da seitlich rein. So, das habt ihr jetzt davon. So, wir bohren jetzt hier einmal ein Loch rein. Das sind übrigens die kleineren Schräubchen, die hier dabei sind. Das sind die kleineren, also nicht die, mit denen wir vorhin schon gearbeitet haben, sondern die sind nochmals einen Ticken kleiner. Brauchen aber auch wieder den kleinen, brauchen die auch den Torx? Ich hoffe, wir brauchen den gleichen Torx. Also brauchen auch den T6 Torx. Schrauben wir doch jetzt einfach mal einen fest. Kann ja nichts passieren. So. Ja, so kriegt das Ganze gleich wieder ein bisschen mehr Stabilität. Das Einzige, was jetzt natürlich ist, jetzt muss ich gucken, ob ich dieses mit der Lenkung noch so umsetzen kann, wie ich mir das gedacht hatte ursprünglich. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Schrauben wir erstmal die restlichen Schrauben rein. Je Seite 3 Stück. Also 2 hinten und 2 vor, und eine vorne. So schaut hier der Plan aus. Also so ist es auf dem Bild. Wie gesagt, wofür die Löcher da drin sind, keine Ahnung. Ich treffe es nicht und ich messe es jetzt auch nicht raus. Also sind wir ehrlich. Hier vorne soll oder muss das hier irgendwo hier unten rein. Weiß nicht, seht ihr das? Hier oben ist ja der Hilfsrahmen. Und jetzt läuft der andere Rahmen hier so schräg. Das heißt, ich muss jetzt hier gucken, dass ich hier seitlich irgendwo hineinkomme. Mit dem Bohrer und natürlich auch mit dem Schraubenzieher nachher. Aber sonst setzen wir das einfach schräg an. Und hoffen, dass das nachher einfach alles in dem Modell verschwindet. Weil ich jetzt nicht mehr hier vorne wegschneiden möchte eigentlich, als ich muss. So. Schrauben wir das auch mal rein. Alles gut. Also macht, aber nach wie vor, ich bin echt zufrieden. Guter Eindruck. Durchdacht auch das Ganze. Im Großen und Ganzen.
Ach, da liegt sogar noch eine. So. Ja. Diese kleinen Schrauben. Nee, Liebe. Ich hoffe mal, der kann da drin bleiben. Der Behelfsrahmen. Also, jetzt ist er einfach fester. Ja. Deswegen ist er da drin. Ich gehe mal davon aus, der hat sonst wenig Funktion. Ach, und er trägt natürlich nachher die Federung. Irgendwo müssen die Federn ja hin. Mach mal, ich mach die anderen zwei noch schnell. Stelle ich mich schon wieder dappig an. Heieiei. So. Also das mit den kleinen Schräubchen gefällt mir hier nach wie vor sehr gut. Ihr kennt das, das habe ich bei meinen Radadaptern auch. So kleine Schrauben mit dabei. Die sich da schön neigrallen. Das ist alles super. Da brauchst du kein Gewinde. Weil hält. Gewinde ist im Plastik sowieso. Also das macht keinen Spaß. Ah, einmal festgedreht, ist das Ding weg. Und so funktioniert das super. Jawohl. So sieht das Ganze momentan aus. Den Hilfsrahmen festhalten, fixieren, Schrauben, drei Schrauben, jawohl. Nun die Vorderachse mit Federn einsetzen und ausrichten und können von oben die Löcher für die Befestigung der Achse gebohrt werden. Auch hier werden wir ein 1,5 mm Bohrer mit den K22,5 Schrauben. Das sind die größeren wieder. Die Achse festschrauben. So. Ich habe ja vorhin diesen Punkt übersprungen, wo wir die Seitenteile, diese Haken hier hingeschraubt haben. Das nehme ich gerade mal mit dazu. Bis hierhin waren wir ja. Das heißt, hier kommen nachher die Federn drauf. Oder auch gleich. So. Ich glaube, die halten nicht. Muss man nachher noch aufsetzen. Also hier kommen die Federn hin. Und jetzt haben wir hier. Ja. Also. Das ist ja wieder. So. Ich habe mir das schon mal markiert, denn offiziell würde das ganze Ding hier so rum eingebaut. Ja, so. Und für alle, die meine Videos verfolgen, die Lenkgeometrie passt natürlich nicht, wenn ich dieses Teil hier nach vorne mache. Ich will das auf jeden Fall nach hinten machen. Ich hoffe, es passt genauso gut hinein, wenn ich das so rum hier einbaue. Wir werden das gleich sehen. Aber ich bin da zuversichtlich, sonst muss ich da noch ein bisschen was wegnehmen. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch was wegnehmen. Ja, das mit dem Lenken wird auch noch tricky. Also ich sehe schon, das ist gut gemacht. Vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Jetzt stelle ich mich auch einfach bloß dämlich an. Jetzt dann, schrauben wir auf jeden Fall mal dieses Teil hier hin. Ich mache jetzt das Servohorn weg. Das macht sowieso keinen Sinn. Ich muss ja lenken können. Das weiß auch nicht. Ich teste das nachher mal, aber ich glaube nicht, dass mir das gefällt. So. Nach den Ausschneidearbeiten am Fahrzeug werden die Achshalte mit beiliegenden Schrauben M3x25 und der selbstsichernden Mutter verschraubt. Das Ganze sollte nicht festgezogen werden. Etwas Spiel ist wichtig, damit es sich noch bewegen kann. Ist klar. So. Machen wir noch die Mutter. Ja,
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauchen wir vor allem Spiel in alle Richtungen, weil die ist ja voll gefedert. Das heißt, die muss ja in beide Richtungen kippeln und auch drehen und sich komplett stauchen lassen. Also wie gesagt, ich weiche jetzt hier ein bisschen von der Anleitung ab, weil ich mir das einfach anders vorstelle, als es jetzt hier auf dem Plan ist. Und es kann sein, dass es funktioniert auf Anhieb, dass das vielleicht einfach noch eine alte Anleitung war und das auch richtig eigentlich andersrum gehört oder schon vorgesehen ist von den Bauteilen her. Vielleicht geht aber auch gar nichts, so wie ich das jetzt hier mache. Wer weiß. Hier jetzt mal den ganzen Kabelhaufen hier irgendwo durch. Mal schauen. Ich glaube, ich muss hier noch mal mehr ausschneiden. Ich glaube, ich stelle mich bloß gerade doof an, irgendwie. So. Also ich muss hier noch was wegnehmen. Und zwar direkt unter der Halterung. Das habe ich alles stehen gelassen bislang. Aber das muss auch noch mal weg. Und von der Platzierung her muss ich auch hier an der Seite noch mal mehr wegnehmen. Sonst funktioniert das nicht. Also das hier könnte ich mit der Knipex vielleicht noch einfach mal ein bisschen hier wegkastrieren. So. Verlieren wir zwar wieder ein bisschen Stabilität, aber lieber habe ich ein bisschen mehr Platz und arbeite das vielleicht nochmal als Alu-Teil raus dann. Aber ich muss hier irgendwie mit meinem Lenkgestänge ja vorbeikommen. Das ist eigentlich so das Hauptproblem gerade. Ich schätze, deswegen ist es in der Anleitung nach vorne gebaut. Gehe ich mal schwer davon aus. Also ich habe hier jetzt ein bisschen Platz gemacht, aber ich glaube, da muss noch mehr. Ich komme ohne Dremel jetzt nicht weiter. So schaut es jetzt aus. Ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen an dem Hilfsrahmen orientiert und habe da dementsprechend ein bisschen mehr rausgenommen. Da könnte ich noch ein bisschen nacharbeiten. Schaut ein bisschen behämmert aus. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich mehr wegnehmen. Vor allem, es hält jetzt relativ gut durch diesen Hilfsrahmen. Nachher kommt ja auch noch normal die Kabine wieder drauf und so weiter. Also da werden wir schon wieder Stabilität hineinbringen. So weg.
Und jetzt schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Okay. Also es passt schon relativ gut. Ich komme hier auf jeden Fall überall fast ganz vorbei. Da muss man ein bisschen wegnehmen. Aber ansonsten bin ich da schon mal sehr zufrieden. Ja, da müssen wir noch was wegnehmen auf der Seite. So, da habe ich so ein Plastikstück noch stehen lassen. Ich würde sagen, jetzt setzen wir es mal rein und dann sehen wir schon, wenn es festgeschraubt ist, wo vielleicht noch was wäre, dann müssen wir es halt nochmal wegmachen. Aber wenn das so vor sich hin wabbelt, habe ich einfach auch Probleme, das genau immer an dieselbe Position anzuhalten. Also, ich schraube jetzt erstmal das hintere fest, weil das kann ich hier schön anlegen. Mittig. So, Schrauben waren wieder dabei, hieß es. Genau, die, das sind die etwas dickeren. Schrauben wir hier rein. Ja. Will nicht. Geht schon. So. Wir haben die Federn vergessen. Aber ich sehe zumindest jetzt schon mal, es hält und es passt auch alles wunderbar hier rein. Gucken wir mal, Lenkweg passt. Hier stößt er jetzt an, aber ich glaube, mehr geht sowieso nicht. Denn irgendwo hat natürlich auch dieses Modell seine Grenzen an Bewegung. Gut, wir müssen hier noch die Federn einbauen. Hier unten ist festgemacht. Jetzt bauen wir, schauen wir mal, ob wir die so noch reinkriegen. Sonst müssen wir nochmal schnell wegschrauben. Die erste sitzt. Dann werden wir noch die zweite hier auch reinbekommen. So. Zweite sitzt auch. Und jetzt stehe ich hier mit dem Servo an. Warum stehe ich denn jetzt hier mit dem Servo an? Also es könnte jetzt natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich hier dass ich das umgedreht habe. Allerdings ist hier auch die Strebe. Vielleicht ist auch der Servo falsch. Ich weiß es nicht. So gefällt es mir auf jeden Fall schon mal sehr gut.
weil ich wahnsinnig viel Lenkeinschlag bekomme. Und ja, der Servo steht an. Also der Servo, der, das weiß ich jetzt nicht warum. Bemühen wir uns nochmal. Die Achse ist fertig zum Einbau. Es wird alles ausgeschnitten und den Rand stehen lassen. Den Hilfsrahmen haben wir eingebaut. Und die Vorderachse mit den Federn einsetzen und ausrichten können von oben Löcher durchgebohrt werden. Auch hier verwenden wir einen 1,5 mm Bohrer mit den K22x5 Schrauben, die Achse festschrauben. Bei der späteren Verlegung der Kabel darauf achten, dass die Lenkung frei beweglich ist. Und los geht die Hinterachse. Also, bewegt sich halt auch nicht mehr jetzt. Gell? Das ist jetzt fest. Da hilft mir auch kein Pendel mehr. Also es kann jetzt natürlich absolut daran liegen, dass ich diesen Servo hier habe. Dass der ein anderer Servo vielleicht hier um ein paar Millimeter kürzer ist und dementsprechend besser reinpasst. Ich werde jetzt hier den Steg rausnehmen. Ich schätze mal, man sollte es normal nicht, aber ich nehme ihn jetzt raus. So, um das richtig einbauen zu können. Ja, jetzt passt es natürlich. Ja, jetzt passt es. Ob, warum, weshalb? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, bin hier höhentechnisch irgendwo woanders. Also ich stelle das jetzt mal seitlich hin. Jetzt wäre ich eigentlich, glaube ich, gerade. Oder läuft der hier so schief an? Wenn ich den jetzt festschraube, ja, soll trotzdem gehen. Ich muss ihn nur irgendwo unterfüttern. Aber ich glaube, ja. Ich mache den jetzt mal hier hin. Korrigiert ist es nachher schnell noch, aber ich schraube den jetzt da hin. Ich habe noch ein bisschen Spiel. Ja. Weil vorne ist denn der hier. Schauen wir uns das vielleicht nochmal schnell an. Ja, das passt schon. Vielleicht muss das auch ein bisschen auf Zug sein. Vielleicht hat sich das auch das einfach ein bisschen verzogen jetzt beim Einbau. Kann natürlich auch sein. Das schauen wir mal. Ja, doch, das geht. Das geht. Das funktioniert so, wie es soll. Hopp. Also ich muss sagen, es ist nicht schwer, der Einbau. Es ist jetzt auch nicht sonderlich kompliziert. Aber es zieht sich trotzdem vielleicht.
stelle ich mich einfach nur zu kompliziert an. Ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich, wenn ich das zwei, dreimal gemacht habe, geht das so wie nichts von der Hand. Das ist alles völlig klar und einleuchtend. Aber aktuell habe ich da ein paar Probleme. Vielleicht auch das, weil ich wieder Sachen mache, die eben einfach nicht in der Anleitung stehen. Das kann natürlich auch sein. So. Also, wir sehen, die Lenkung kommt hier wunderbar rein und raus. Ich habe also hier volles Spiel. Hier hakt sie noch mal kurz ein. Da werde ich noch ein bisschen abfeilen. Dass die sich da auch ja nie auf Dauer verhaken kann. Da ist so eine kleine Nase dran. So, jawohl. So. Der Rest wird eh eingestellt. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal die Lenkung hier vorne drin. Sie hat hier auch die Federn greifen. Ja, also alles wunderbar, was das betrifft. Ja, also soweit muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Macht ein gutes Bild. Können wir mal schnell ein Rad holen, dass wir mal grob sehen, wo wir hier liegen. Einen Moment. Gut. Also, ich habe hier mal meinen Reifen mit einer improvisierten, gedruckten Felge. Habe das mal mittig angebohrt und ich muss sagen, weil das sitzt perfekt, gell? Aber, ja, also sieht gut aus, sitzt perfekt, aber wir haben hier halt überhaupt kein Spiel. War ja auch nie vorgesehen in dem Radkasten. Zudem ist mein Rad ein bisschen größer als die Originalbereifung. Nicht viel, ein paar Millimeter. Aber gerade beim Lenken merkt man das natürlich. Das heißt, hier werde ich was wegnehmen müssen. Und zwar richtig. Also hier muss ich arbeiten. Und das muss ich mir in Ruhe dann anschauen, wenn die Reifen fertig sind. Aber vom Einbau her, von der Höhe her auf jeden Fall. Von der Höhe her passt's. Das ist immer gut. Bisschen Spielhammer, wie gesagt, er wackelt ein bisschen mit, er gleicht sich also aus und das ist das Wichtigste. Wie ich das jetzt vorne mit dem Gestänge mache, das werde ich auch in einer ruhigen Minute mal probieren. Ich zeige euch natürlich alles, kein Problem, aber ich werde jetzt mal ein paar Varianten dann ausprobieren. Jetzt machen wir gerade mal weiter mit dem Bausatz, denn um den geht es ja. Wir sind nur noch nicht durch, Hinterachse geht es weiter. Hier haben wir dieses Teil schon gebaut. Wir haben hier die Hinterachse gebaut. Und auch hier geht es jetzt ans Ausschneiden. Also, um die Hinterachse einbauen zu können, muss auch hier ein U über die ganze Breite ausgeschnitten werden. Dafür bietet sich eine Bügelsäge an. Um die Reste zu entfernen, benötigt man einen Dremel. 16 mm breit und 13 mm tief. Also, hier hinten kommt es rein als U. Ich habe das schon mal angezeichnet, angeritzt und dann sägen wir das jetzt einmal schnell aus. Jawohl. So, da haben wir unser U, wie auch auf dem Bild zu sehen.
die vorbereitete Achsaufhängung mit den Federn einsetzen. Von oben oder von unten? Ah, von oben. Okay. Also. Das heißt, die kommt hier rein. Kann ich das komplett durchstecken? Nee, oder? Okay. Wo sind die anderen Federn hin? Hier ist eine. Und hier ist die zweite. Dann kommt dieses Teil hier hinein und fällt natürlich die Feder um. Das ist wie es ist. So. Und ich gehe mal davon aus. Ich nehme das nach vorne. Ja. So. Okay, genau. Und jetzt kommt hier wieder die Schraube rein. Stecken. Dann hat das schon mal einen Grundhalt. Jetzt müssen wir nur die Mutter an der anderen Seite ansetzen. Und yay! Ja, aber ich glaube, Mutter auf der Seite wird geschickter sein. Den Schrauben kann man von der anderen Seite, glaube ich, besser. Aber es ist jetzt auch wieder ein bisschen Gefriemel hier im Modell. Aber das bringen wir schön. Das sollte gehen. Wenn wir die Mutter mal gerade drauf kriegen. Mal da ein. So. Ja, genau. Also solange das oben noch nicht festgeschraubt ist, kommt man hier natürlich relativ gut noch hin. Über die Schräge, durch das, dass man es ein bisschen schräg stellen kann, geht das noch ganz gut. Ich glaube, wenn das dann oben festgeschraubt ist, da ist dann vorbei. Also ich hoffe jetzt schon mal, dass die Motoren alle relativ lange halten, auch ohne Kugellager. Aber ich bin mal ganz optimistisch. Ich habe die Motoren in anderen Fahrzeugen auch schon verbaut, also von dem her. Gucken wir mal. Also ich habe sie streng angezogen und drehe jetzt ein bisschen zurück. Um die Pendelfreiheit zu gewährleisten. Ja, machen wir hier mal zwei Umdrehungen zurück. Genau, das heißt, ich habe es nahezu spielfrei, aber es pendelt. Ja, drehen nochmal einen raus. Schauen wir mal. Funktioniert gut. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Die ist jetzt hier drin und das Ganze wabert jetzt natürlich noch ein bisschen umher. Und jetzt schauen wir, dass wir das hier in der Mitte festigen. Schauen wir mal, was hier steht. Die Hinterachse kann nun mit der Aufhängung verschraubt werden. M3x25 und selbstsichernde Mutter. Das haben wir gerade gemacht. Die Hinterachse ausrichten und von oben vier Löcher mit einem 1,5 mm bohren. Und alles mit 4 Schrück 22x5 verschrauben. Also schauen wir, dass das möglichst mittig sitzt, das Ganze, und auch möglichst gerade sitzt natürlich. Und dann machen wir mal eine hin.
nochmal Unterlegteil, sonst verwackelt das dauernd wieder. Große oder eine kleine? Eine große auf jeden Fall. Viel Spaß im Gelände. Wunderbar. Wir sind die Anleitung einmal durchgegangen. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Wir haben die Hinterachse drin. Die arbeitet wunderbar. Kann auch komplett federn, pendelt ansonsten. Hier vorne pendelt, federt auch. Wir haben einen schönen Lenkweg von der Achse an sich. Und ich werde jetzt mal gucken, wie ich das mit der Anlenkung mache. Und natürlich, wenn meine Felgen alle fertig sind, wie ich es mache vom Radkasten her, was noch weg muss. Ich zeige euch das natürlich alles, wenn ich hier die Lösung habe, die funktioniert und die mir am besten gefällt. Wie gesagt, ich habe das jetzt abweichend von der Anleitung eben anders gebaut. Einmal will ich ja das Gestänge woanders haben und eben nicht unten zwischendrin. Und ich habe die Querverstrebung nach hinten eingebaut. Und dementsprechend muss ich jetzt gucken, wie ich das jetzt mir selber irgendwo zusammenschuster, dass das jetzt dann auch funktioniert. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Jawohl, der Einbau ist geglückt. Hier steht er. Ich habe zur Optik mal wieder die Fahrerkabine draufgesetzt. So sind wir im Endeffekt stehen geblieben. Und ich habe mich ja nochmal mit zwei Sachen beschäftigt. Einmal nochmal mit der Lenkung, wie ich die anlenke mit dem Servo und auch mit dem Servo selber. Und habe auch mit dem Reifenprototyp geguckt, wie ich vom Lenken her hinkomme. Welche Überraschung, also das mit dem Lenkgestänge funktioniert wunderbar. Ich habe mich hier tatsächlich beim Einbau etwas ablenken lassen, beziehungsweise wohl doof angestellt. Denn wenn man das Servohorn so weit kürzt, und ich bin hier auf das, man muss gerade selber gucken, auf das dritte Loch dieses kleinen Servohorns gegangen, dann ist es so, wenn der einlenkt, dann geht ja das Horn ein Stück nach oben, dann kommt es gerade so oben drüber, über das Lenkgestänge. Ich zeige euch das gerade mal, wie das jetzt aussieht. Wenn die Kamera mal fokussiert. Also hier sieht man es, läuft jetzt hier unten entlang. Also ich habe es nicht aufgestellt. Und jawohl. Ich glaube, man sieht es jetzt ganz gut. Das kommt vielleicht nochmal. Und damit funktioniert das wunderbar. Also, wie gesagt, ich habe die Achse andersrum als in der Anleitung eingebaut, damit dieses Ackermann-Prinzip auch funktioniert, damit der nicht um die Kurven rum radiert, sondern dass die Lenkgeometrie im Endeffekt passt. Schaut in meine Videos. Ich erkläre das ja des Öfteren. Ansonsten Wikipedia. Vielleicht mache ich unten noch einen Link. So passt es auf jeden Fall. Wie gesagt, das mit dem Draht funktioniert auch einwandfrei. Sie hat freies Spiel, sie kann pendeln. Vorne nicht ganz so viel wie hinten. Bin ich auch überhaupt nicht böse. Denn alles, was vorne natürlich bei der Lenkung auch pendelt oder einfedert und wenn das furchtbar weich ist, dann habe ich wieder Probleme mit den Radkästen. Zu den Radkästen selber. Ihr seht, ich habe die
fast komplett weggenommen, habe hier richtig ausgefräst. Meine Reifen sind ja, wie gesagt, ungefähr 0,5 größer Durchmesser und von dem her brauche ich hier ein bisschen mehr Platz. Dafür sind sie aber schmäler. Also ich habe das jetzt auch mal testweise mit einem der Originalreifen probiert, wenn ich die hier aufstecke. Da hätte sich jetzt nicht viel geschenkt. Ich habe die rausgenommen. Ich habe vorher natürlich geguckt, wenn ich die Kabine oben drauf habe. Man sieht die normal nicht. Ich weiß nicht, ich habe sie noch da. Vielleicht klebe ich sie auch unten in die Kabine für die Optik wieder rein. Nur ein bisschen tiefer oder so. Das weiß ich noch nicht. Also ich habe sie jetzt noch da liegen. Ich habe sie nicht entsorgt. Aber so ist es momentan der Punkt, dass ich richtig gut einlenken kann. Und bei der Stoßstange muss ich noch ganz, ganz wenig wegnehmen. Unten drin, wo man es nicht sieht, an der Seite passt das, da komme ich gut vorbei. Ich bin also bis dahin absolut zufrieden. Also wie gesagt, Lenkung passt, die funktioniert, die ist eingestellt. Hinterachse passt auch. Das Servohorn ist nach unten angebracht. Ich werde vielleicht, je nachdem wie umfangreich jetzt hier noch die Baumaßnahmen sind, wenn meine Reifen alle fertig sind, mache ich euch nochmal ein kurzes Video, wo ich euch nochmal im Detail zeige, wie jetzt die Lenkung drin sitzt und was ich alles rausgeschnitten habe für die Lenkbewegung, ja, und für die Reifen. Genau. Fazit, ich bin absolut begeistert von diesem Set. Tolle Sache, lag, was habe ich gesagt, 80 Euro rum. Ich verlinke es euch unten nochmal direkt in den Shop von Harztech und ich verlinke euch auch die kleinen Motoren. 6 Volt, 100 Umdrehungen war die Empfehlung. Der bin ich gefolgt. Wenn sie mir nicht taugen, baue ich andere ein. Ich werde sie euch unten auch mal verlinken, was das für welche sind. Aber ich muss sagen, super. Also ich habe auch einen 3D-Drucker. Ich zeichne auch Sachen in 3D. Wäre jetzt überhaupt kein Problem. Aber ich muss sagen, für das Geld absolut top. Durchdachte Sache mit Anleitung. Ich bin absolut zufrieden. Also die Verarbeitung ist super, der Einbau ist klasse, einfach, es passt alles. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr sagt, ich will das umbauen, nimmt das Set. Macht auf jeden Fall Freude und es passt danach auch. Ja? Bis dahin, ich schaue jetzt, wie gesagt, dass ich meine Reifen fertig bekomme und dass das Modell einmal fahrfertig aufgebaut wird. Und dann machen wir beim nächsten Mal, auf jeden Fall zeige ich euch, wie gesagt, die Lenkung. Und vielleicht verknüpfen wir das gleich ein bisschen mit der ersten Elektronik, damit die erste Probefahrt auch laufen kann. Da ist dann die Fernbedienung mit dabei, die Modellbauregler sind wieder mit am Start. Da kam auch immer wieder mal die Frage, ob ich nochmal zeigen kann, wie man die verlötet. Machen wir auch vielleicht nochmal gemeinsam. Dann habt ihr das auch nochmal als Tutorial. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich!